Den Tagesordnungspunkt 3, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19449, nach dem schlimmsten Flüchtlingsunglück im Mittelmeer. Die Europäische Union muss Abschottungspolitik mit Triton und durch ein ziviles europäisches Seenotrettungsprogramm für Flüchtlinge ersetzen. Und ich möchte noch einen Hinweis geben. Erstens auf den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Drucksache 19548. Zweitens auf den Entschließungsantrag der Fraktion von SPD und Bündnis 90 Die Grünen, das ist die Drucksache 19549. Und drittens auf den Entschließungsantrag der Fraktion der Piraten, das ist die Drucksache 19567. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Kern das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause, Tausende Flüchtlinge tot im Mittelmeer. Sie sterben. Sie sterben, weil die EU sich abriegelt. Sie sterben, weil Rettungsprogramme durch Kanonenboote ersetzt werden. Sie sterben, weil wir hier im Landtag, aber auch die Vertreter der anderen Parteien im Bundestag, in der Regierung, in Europa die Hände in den Schoß legen und das Meer den Job erledigen lassen. Die Landwege nach Europa werden unter größtem Aufwand abgeriegelt, sodass Schutzsuchende gezwungen werden, den lebensgefährlichen Seeweg zu nehmen. Das ist die bittere Wahrheit. Meine Damen und Herren, wir wissen ja, was hier gleich passieren wird. Die nachfolgenden Redner, Rednerinnen werden ihr tiefstes Bedauern ausdrücken, von menschlichen Tragödien reden und ein irgendwie geartetes Umdenken in der EU-Flüchtlingspolitik fordern. Das ist mir aber zu wenig. Lassen Sie mich die Problematik mal aus einem anderen Blickwinkel mit Ihnen beleuchten. Lassen Sie mich mit Ihnen einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. In Zeiten der ideologischen Mauer im geteilten Deutschland waren Flüchtlinge bei uns stets willkommen, Fluchthelfer waren Helden. Heute kommen die Flüchtlinge von der anderen Seite der Wohlstandsmauer im Süden zu uns und plötzlich werden aus Fluchthelfern kriminelle Schlepper, die militärisch bekämpft werden müssen. Bei ihnen fallen Schutzsuchende scheinbar nur unter die UN-Flüchtlingskonvention, wenn sie aus der richtigen Himmelsrichtung kommen. Das ist schade. Ich sage es mal so, die DDR wäre froh um ein Mittelmeer an ihren Grenzen gewesen. Die ganze Heuchelei kennen wir schon seit Lampedusa. Heute, anderthalb Jahre und zigtausende tote Flüchtlinge später, wiederholt sich die zynische Politinszenierung. Der 10-Punkte-Plan des EU-Sondergipfels wird als Rettungsrei für Flüchtlinge verkauft und ist doch nur ein rot-weiß lackierter Metallring. Denn auch ausgeweitete Frontex- und Poseidon-Operationen werden zukünftig keine Schiffbrüchigen retten, sondern nur Grenzsicherung betreiben, egal mit wie viel Geld. Schlepperboote sollen nun weggebombt werden und Militäroperationen in Afrika halten Flüchtlinge mit vorgehaltener Waffe davon ab, in Transitländer zu reisen. Ergebnis: Die Schutzbedürftigen werden gezwungen, eine noch gefährlichere Route zu benutzen. Echte Lösungen, die das Sterben verhindern, werden nicht angegangen. Was passieren muss: Eine Öffnung der Landgrenzen, umfassende Visaerteilung und humanitäre Aufnahmeprogramme. Darum geht es in unserem Antrag. Und die gestrige Resolution des Europaparlaments zeigt ja auch in die gleiche richtige Richtung. Dann braucht man auch keine Feigenblätter wie Triton, die die menschenverachtende Politik nur kaschieren sollen. Ich will noch kurz etwas zu den Entschließungsanträgen sagen, die vorliegen. Rot-Grün bringt da nette Prosa aufs Papier, aber die rot-grüne Landesregierung kommt ihrer eigenen flüchtlingspolitischen Verantwortung nicht im Ansatz nach. Ich sage nur Burbach, Aufnahmestopps, rechtswidrige Abschiebungshaft.
Und Sie, liebe CDU, sprechen die Missstände hier in NRW zwar an in Ihrem Antrag, verharren aber in der alten Abschottungs- und Abschreckungspolitik, die diesen tausendfachen Tod erst verursacht. Ich komme zum Schluss. Helfen Sie dabei, endlich eine humanitäre Flüchtlingspolitik zu etablieren, die Europas moralischer Verantwortung auch gerecht wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kern. Und für die SPD spricht nun Kollege Yüksel. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kern, Sie sind ja Vorsitzender des Ausschusses für Europa und eine Welt, und ich fand Ihre Rede weder der Situation der Flüchtlinge noch der Tragödie angemessen, die DDR hier zu hoch zu stilisieren und sagen, die wären froh gewesen, wenn das Mittelmeer vor ihrer Grenze gewesen wäre. Also das war ganz kleines Karo, um mal meinen Kollegen Sören Link hier zu zitieren. Ich will mit einem Zitat vielleicht anfangen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Papst Franziskus am 19.04. auf dem Petersplatz in Rom gesagt hat. Er sagte da, ich darf zitieren, ich appelliere sorgenvoll, dass die internationale Gemeinschaft mit Entschlossenheit und Schnelligkeit handelt, um zu verhindern, dass sich ähnliche Tragödien wiederholen. Es sind Männer und Frauen wie wir, unsere Brüder, die ein besseres Leben suchen, hungrig, verfolgt, verletzt, erschöpft, Opfer von Kriegen. Und nicht umsonst war Papst Franziskus als eine seiner ersten Reisen in Lampedusa gewesen und hat das Schicksal der Flüchtlinge in den Fokus sozusagen seiner Handlung gesetzt gehabt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, dass das, was dann im Mittelmeer passiert ist, für mich eben nicht überraschend kam. Denn wir haben bis dahin, und die Zahlen kennen Sie, in den letzten 10 Jahren allein über 20.000 Tote im Mittelmeer gehabt. Jeden Tag werden an den Küsten und an den Stränden des Mittelmeers Tote angeschwemmt. Was uns vielleicht noch in den Nachrichten geschafft hat, war das, dass es eben nicht 20, 30 oder 300 waren wie im letzten Jahr, sondern diesmal, dass es 900 Menschen waren, die auf bestialische Art und Weise im Mittelmeer ertrunken sind. Und die Europäische Union hat ja 1997 schon die Flüchtlingspolitik in Artikel 78 der Europäischen Union verpflichtet, eine gemeinsame Politik im Bereich Asyl zu entwickeln. Aber geschehen, das muss man ehrlicherweise zugeben, ist seit 1997 in dem Bereich so gut wie nichts. Und der Verweis auf die Europäische Union ist mir dann doch auch ein bisschen zu wenig. Wer ist denn die Europäische Union? Die Europäische Union sind die 28 Mitgliedstaaten. Das sind die 28 Staats- und Regierungschefs. Das sind die 28 Außenminister und die 28 Innenminister, die sich dann auch einer gemeinsamen Politik bisher auch verwehren und da gebe ich Ihnen recht, eine aktive Abschottungspolitik weiter auch betreiben. Und es ist traurig, dass mit der Einstellung des Seenotrettungsprogramms Mare Nostrum, wo immerhin über 100.000 Menschen gerettet werden konnten, das wissentlich in Kauf genommen worden ist und das muss ich auch sagen, das war allen klar, die dieses Seenotrettungsprogramm eingestellt haben, dass man damit Tote in Kauf nimmt. Da teile ich die Auffassung von Herbert Prantl, der hat dazu einen interessanten Kommentar in der Süddeutschen Zeitung geschrieben gehabt. Und ich will nochmal auch unsere Verantwortung benennen, damit es nicht heißt, europaweit weg, anonym, irgendwo in Brüssel oder bei irgendwelchen Tagungen. Dass auch unser klares Versagen darin liegt, verdeutlicht auch die Stellungnahme unseres Bundesinnenministers, der das Seenotrettungsprogramm fälschlicherweise bescheinigte, ich zitiere, Mare Nostrum war als Nothilfe gedacht und hat sich als Brücke nach Europa erwiesen. Die aktuelle Strategie der EU sei eine Art Beihilfe für das Vermögen von Menschenhändlern, so der Messias am 9. Oktober 2012. Im Interview mit der Süddeutschen antwortete Messias Anfang 2015 auf die Nachfrage, also vor dieser großen Katastrophe mit 900 Toten, ob er die Einstellung von Mare Nostrum erneut mit Nein bereue, da antwortete er Nein. Das war eben richtig gewesen, sagt er. Und wie falsch diese Entscheidung und diese Einstellung war, zeigen uns die Entwicklungen, die tagtäglich in dem Bereich im Mittelmeer erleben. Und wir haben, verehrte Anwesende, ich habe das heute Morgen im Radio gehört, heute vor 40 Jahren endete der Vietnamkrieg. Und wir haben damals Hubert Neudeck an der Spitze mit Kap Anamur, Heinrich Böll, Alfred Biolek und viele andere setzten sich Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre dafür ein,
Flüchtlinge aus diesen Nussschalen im südchinesischen Meer über die Kap Anamur nach Europa, nach Deutschland zu holen. Wir haben diese Menschen damals als Helden gefeiert, weil sie Menschen geholfen haben, weil sie sie vor dem sicheren Tod und vom Ertrinken befreit haben. Und deshalb, wenn uns das nicht gelingt, einen legalen Weg nach Europa zu schaffen, wenn uns das nicht gelingt, ein Einwanderungsgesetz zu haben, was den Menschen außerhalb Europas ermöglicht, auf legalem Wege hier hinzukommen, so lange werden die Überfahrten im Mittelmeer andauern. Und wenn wir den Stöpsel aus dem Mittelmeer herausziehen, dann werden die Menschen aus einem anderen Weg hier in die Europäische Union kommen. Und deshalb gilt es natürlich, Fluchtursachen zu bekämpfen. Aber auf der anderen Seite, wenn Europa nicht nur eine Freihandelszone sein soll, sondern wenn Europa tatsächlich eine Wertegemeinschaft, was auf Menschlichkeit und Humanität fußt, sein soll, dann müssen wir in Europa mehr machen, damit wir nicht wieder in ein paar Monaten hier im Landtag darüber debattieren müssen, dass diesmal vielleicht sogar mehr als 900 Menschen ertrunken sind. Und das sollte eine Aufgabe sein, die Verpflichtung für uns alle hier im Landtag ist. Und deshalb sollten wir nicht kleines Karo spielen, sondern sehen, wo die Gemeinsamkeiten sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Yüksel. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Freifrau von Böselager. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ja, es ist eine menschliche Tragödie, die sich im Mittelmeer tagtäglich abspielt. Und wir haben ja bereits 2013 hier das intensiv diskutiert und haben also versucht, hier unsere Erfahrungen also auch auszuwerten. Auf europäischer Ebene habe ich allerdings das Gefühl, dass das, was in den letzten Wochen passiert ist, doch jetzt zu einem Umdenkungsprozess führt. Denn also man will jetzt verstärkt doch wieder auf diese Seenotrettungsaktion Mare Nostrum zurückkommen. Man will mehr Schiffe einsetzen. Ja, auch die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie zwei Seenotrettungskreuzer also hier ins Mittelmeer schicken wird vor den Küsten Libyens. Es ist natürlich sehr schwer, weil 50 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind, die, denke ich, in katastrophalen Zuständen sich befinden. Und es wird nötig sein, dass wir ein europäisches Einwanderungsszenario bekommen. Und es wird auch nötig sein, dass wir also ein humanitäres Visum ausstellen für die Zukunft innerhalb Europas, um zumindest jetzt diese vielen Kriegsflüchtlinge, die es in Syrien gibt und auch in Nordafrikas, in Libyen, ihnen eine Hilfestellung zu geben. Machen wir uns aber nichts vor. Wir müssen auch, und das hat Rupert Neudeck auch immer wieder bis zum heutigen Tag deutlich gemacht, wir müssen die Zustände vor Ort verbessern. Denn wir können ja nicht alle aufnehmen. Das würde uns auch überfordern. Die EU muss deutlich machen, dass nicht nur ein oder zwei oder drei Länder sich hierfür verantwortlich fühlen, für die vielen Flüchtlinge, sondern dass in 28 Ländern hier etwas getan werden muss und dass man hier also auch die Aufnahme verteilt. Das ist also auch ganz wichtig. Aber wir sind hier in Nordrhein-Westfalen und wir werden in diesem Jahr zwischen 60 bis 100.000 Menschen als Flüchtlinge aufnehmen. Das ist für unser Land eine große Herausforderung, vor allen Dingen also auch für die Städte und Gemeinden, die damit also doch ziemlich einsam manchmal auch dastehen. Und hier bei uns im Lande Nordrhein-Westfalen ist es so, dass nach jetziger Situation ein Zuschuss erfolgt von 47% für die Aufnahme von Asylsuchenden, aber in Baden-Württemberg die Städte und Gemeinden mit 100% unterstützt werden. Und insofern denke ich, ist da auch noch mehr zu tun. Und ich hoffe, dass die Gelder, die demnächst noch mehr vom Bund kommen, dass die also auch dann tatsächlich hier von Seiten des Landes
wirklich an die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden. Ich kann nur sagen, dass, soweit mir das bekannt ist, viele menschliche Gruppen hier, ob Kirchen, Verbände, ob private Leute, viele sind unheimlich engagiert, die Flüchtlinge gut aufzunehmen. Viele stellen also ihre Zuhause auch zur Verfügung. Und die Gemeinden versuchen also auch alles dezentral zu organisieren. Und hier ist viel Einsatz, viel Engagement. Also die Hilfe, die wir leisten können hier in Nordrhein-Westfalen, ist überschaubar. Und da müssen wir ansetzen. Und ich hoffe, dass auf europäischer Ebene wir zu besseren zukünftigen Lösungen finden, damit also die Menschen, die tatsächlich momentan aus Kriegssituationen um ihr Leben fürchten, dass wir ihnen also auch eine Bleibe, wenn vielleicht auch nur begrenzt, aber doch eine Bleibe garantieren können. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nun spricht für die Grüne Fraktion Herr Engstfeld. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Stunde sind weltweit 50 Millionen Menschen auf der Flucht. So viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Sie fliehen vor Krieg, vor Verfolgung, vor Elend. Eins ist ihnen aber gemein. Keiner von ihnen steigt freiwillig in die Boote. Niemand verlässt seine Heimat ohne Not. Es sind Flüchtlinge, die versuchen, aus den Kriegs- und Krisengebieten, aus Syrien, dem Irak, Eritrea, aus Afghanistan und vielen weiteren Staaten nach Europa zu kommen. Allein im weiteren Umfeld Syriens und dem Irak sind heute 11 Millionen Menschen auf der Flucht. Zehntausende von ihnen wagen sich jedes Jahr in der Hoffnung auf ein besseres und ein sichereres Leben auf die lebensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer nach Europa, oftmals bezahlt vom letzten Hab und Gut. Tausende Flüchtlinge haben bei diesem verzweifelten Versuch, bei uns in Europa Schutz zu finden, ihr Recht auf internationalen Schutz in Anspruch zu nehmen, ihr Recht darauf, um Asyl zu ersuchen, ihr Leben verloren. Und Herr Kern, ich sage es Ihnen auch, wir trauern mit den Angehörigen der vielen Opfer, mit ihren Familien, mit ihren Freunden, mit ihren Freundinnen und alle, die ihnen nahestanden. Und wir trauern um die, die noch nicht mal einen Ort der Trauer haben. Und um die, die irgendwo im Mittelmeer ertrunken sind und deren Namen wir oftmals gar nicht kennen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist leider wahr, das Mittelmeer ist zum Massengrab geworden. Europa hat getrauert, meine Vorrednerinnen und Vorredner haben es gesagt, als vor anderthalb Jahren vor der Insel Lampedusa hunderte Flüchtlinge ertrunken sind. Vor anderthalb Jahren hat Europa vor den Särgen der Toten in Lampedusa geschworen, dass sich so etwas nie wieder wiederholen darf. Und heute, anderthalb Jahre später, stehen wir hier und debattieren im Angesicht der großen Tragödie, die sich im Mittelmeer in der Nacht zum 18. April diesen Jahres ereignet hat, mit noch mehr Toten. Frau von Böselager, auch an Sie. Die Wahrheit ist, es ist beschämend, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs letzte Woche auf dem EU-Sondergipfel die Chance vertan haben, die bestehende menschenunwürdige Flüchtlingspolitik Europas zu beenden. Es ist Ihnen leider nicht gelungen, den dringend erforderlichen politischen Richtungswechsel einzuleiten. Es ist Ihnen nicht gelungen, den Werteverlust, den Europa mittlerweile fast täglich durch die Toten im Mittelmeer erleidet, zu stoppen. Und angesichts des großen Leids, das sich im Mittelmeer ereignet, sind wir
in Politik und Gesellschaft mehr denn je aufgefordert, alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit dieses tragische Leiden ein Ende hat. Und deswegen appellieren wir, deswegen fordern wir heute aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen heraus an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kein Weiter-so in der Flüchtlingspolitik. Die europäischen Staats- und Regierungschefs, Europa, müssen endlich damit aufhören. Europa muss endlich damit aufhören, den Schutz vor Flüchtlingen wichtiger zu nehmen als den Schutz von Flüchtlingen. Darum geht's. Und ja, Yüksel, wir brauchen mehr. Ein Richtungswechsel hin zu mehr legalen Einreisemöglichkeiten in die Europäische Union. Ja, Herr Kern, natürlich, wir brauchen Aufnahmeprogramme, wir brauchen humanitäre Visa und wir brauchen mehr Familienzusammenführung. Und wir brauchen dringend ein ziviles Seenotrettungsprogramm für die Flüchtlinge im Mittelmeer, das aber mindestens auf dem Niveau ist, des ehemaligen italienischen Programms Mare Nostrum steht. Und meine Damen und Herren, an nationalen Egoismen scheitert derzeit leider auch die notwendige Verabredung innerhalb Europas über einen europäischen Verteidigungsschlüssel, wo sich alle EU-Staaten an einer fairen und solidarischen Aufnahme von Schutzsuchenden beteiligen. Es kann nicht sein, es kann einfach nicht sein, dass 5 EU-Staaten 80% der Flüchtlinge aufnehmen. Das muss sich ändern. Das muss sich ändern. Meine Damen und Herren, Humanität und Solidarität zählen zu den Grundpfeilern des europäischen Projekts. Wenn wir uns selbst und unsere Werte nicht verraten wollen, dann müssen wir jetzt Handlungsfähigkeit und Verantwortung zeigen. Das, weswegen wir in Europa ein einzigartiger Kontinent sind. Ich bitte um Zustimmung für unseren Entschließungsantrag und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Engstfeld. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Dr. Stamp. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Freien Demokraten haben bereits im letzten Jahr ausdrücklich davor gewarnt, Mare Nostrum zu beenden und durch Triton zu ersetzen. Ich habe damals gemeinsam mit Christian Lindner Herrn de Maizière öffentlich kritisiert. Herr Yüksel hat es ja gerade auch noch mal herausgearbeitet für diese unverantwortlichen Äußerungen zum Thema Abwehr und Brücke. Und leider hat sich ja auch unsere Befürchtung bewahrheitet. Es sind jetzt wieder Hunderte von Menschen ertrunken. Das ist eine humanitäre Katastrophe, die für uns in Europa, für unsere humanistische Tradition in Europa zutiefst unwürdig ist. Und alle finden das furchtbar. Und es gibt jetzt hier auch im Hause Anträge dazu, einmal von den Piraten auch Entschließungsanträge von Rot-Grün und von der CDU. Es gibt einiges, was wir an den Anträgen teilen: legale Zuwanderungschancen zu verbessern, Entwicklungshilfe verbessern, Fluchtursachen bekämpfen bei der CDU, Schlepper bekämpfen. Und da sage ich ganz ehrlich, Herr Kern, was Sie dazu eben ausgeführt haben, das war schlichtweg unterirdisch. Wer hier eine Analogie herstellen will zwischen Kap Anamur und Leuten, die Menschen für teures Geld auf überfrachtete Fischkutter schicken, das ist einfach vollkommen daneben. Und ich bitte eigentlich auch dafür, dass Sie sich bei Rupert Neudeck und den Menschen der Kap Anamur dafür entschuldigen. Das war vollkommen unangemessen und daneben. Meine Damen und Herren, die Vorschläge, die hier auch in den Entschließungsanträgen genannt worden sind, ich habe das gesagt, das gibt es einiges, was wir teilen, aber wir sagen auch, manches wirkt für uns ein bisschen unausgegoren und auch ein bisschen wie ein Schnellschuss. Und vor allem sind auch viele Punkte dabei, für die Nordrhein-Westfalen wenig
beitragen kann. Herr Kollege, wir möchten Sie gerne eine Zwischenfrage von Herrn Kern. Ja, bitte. Das ist von Ihnen. Bitte schön, Herr Kern. Danke schön, Herr Dr. Stamm, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte mich einfach darauf beschränken, Sie zu fragen, ob Sie bitte zur Kenntnis nehmen wollen, dass ich niemals intendiert habe und auch niemals gesagt habe, irgendwie die Aktion von Kap Anamur in diesen Zusammenhang zu bringen und zu diskreditieren. Das ist einfach nicht der Fall und einfach falsch. Herr Kern, das nehme ich gerne zur Kenntnis und ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen hier im Hause auch, die das genauso verstanden hatten wie ich. Sie haben auch die Fluchthelfer in der DDR angesprochen, was genauso unangemessen gewesen ist, die das uneigennützig getan haben und nicht aus kommerziellen Gründen. Und insofern haben Sie das jetzt hier für sich klargestellt und das wollen wir Ihnen dann ja auch zugestehen. Meine Damen und Herren, wir haben als Freie Demokraten auch erwogen, sage ich hier offen, wollen wir hier auch einen Entschließungsantrag stellen und wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, nein, wir wollen lieber noch eine ernsthafte Fachdebatte führen und nicht einfach nur eine oberflächliche Reaktion haben. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, ich bin der evangelischen Kirche, der evangelischen Landeskirche sehr dankbar für ein Seminar, was sie im Juni durchführt, wo wir gemeinsam uns zusammensetzen werden, auch mit anderen aus anderen Ländern und mit einer Exkursion nach Lampedusa, wo wir genau überlegen wollen, was gibt es für Möglichkeiten, hier vorzugehen. Und ich denke, gerade auch mit den Erkenntnissen, die wir dort gewinnen werden, können wir dann auch mit der nötigen Fachlichkeit vielleicht auch fraktionsübergreifend uns hier konzeptionell verständigen. Aber, meine Damen und Herren, dazu wird dann auch die ehrliche Debatte gehören, was kann denn tatsächlich Nordrhein-Westfalen leisten? Und da sind wir natürlich bei der Frage, welche Flüchtlinge kommen da über das Meer und wo haben wir auch tatsächlich Einflussmöglichkeiten. Und da müssen wir vielleicht uns darüber unterhalten, wie ist das noch mit den ganzen aufgelaufenen Kontingentflüchtlingen aus Syrien, wo hier die Verwandten mit ihrer Verpflichtungserklärung die Verpflichtungserklärung nicht leisten können, weil es schlichtweg ihre ökonomischen Kapazitäten übersteigert, wo es Ehrenamtler gibt, die gerne viel mehr helfen würden, aber sich in dieser Dimension nicht einbringen können. Was gibt es da vielleicht noch für Möglichkeiten? Darüber müssten wir uns dann ehrlich und vernünftig hier an dieser Stelle unterhalten. Dazu sind wir als Freie Demokraten gerne bereit. Wir wollen eine Fachdebatte und die notwendige Tiefe dabei und die Fachlichkeit. Und deswegen sagen wir zu dem überzogenen Antrag der Piraten hier und heute Nein und werden uns bei den Entschließungsanträgen enthalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Stamp. Und für die Landesregierung hat das Wort nun Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Tatsache, dass Hunderte von Menschen im Mittelmeer sterben, dass Frauen und Kinder, die auf der Flucht sind, ertrinken, das ist eine unbeschreibliche, eine kaum vorstellbare Tragödie. Aber, und ich finde, das ist deutlich geworden in dieser Debatte, das war kein Einzelereignis und das war auch keine Entwicklung, die uns alle überrascht hätte. Spätestens seit der Katastrophe von Lampedusa im Herbst 2013 war ganz offensichtlich, dass die Flüchtlingspolitik auf europäischer Ebene gescheitert ist. Das schreckliche Unglück Mitte April hat gezeigt, dass weitere Anstrengungen der Staatengemeinschaft der Europäischen Union unverzichtbar sind. Die Europäische Union, die Bundesregierung sind gefordert, sich noch stärker als in der Vergangenheit für eine humane Flüchtlingspolitik in Europa einzusetzen. Dazu gehört auch meiner Ansicht auch ganz besonders ein schneller, ein wirksamer Ausbau der Seenotrettung. Auch wenn Frontex vorrangig die Aufgabe hat, die Grenzen des Schengen-Raums zu sichern, die Rettung von Menschenleben muss absolute Priorität haben. Das kann nur ein erster Schritt sein, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs darauf verständigt haben, die Triton-Mittel aufzustocken. Das war wichtig, aber, meine Damen und Herren, das war auch längst überfällig. Es muss auch klar sein, wir brauchen weitere Schritte. Die Seenotrettung muss durch die EU finanziell weiter aufgestockt werden. Verlegenheitslösungen reichen da nicht aus. Und, meine Damen und Herren, Deutschland und Europa müssen daneben auch auf anderen Gebieten ansetzen, um auf lange Sicht Fluchtgründe zu minimieren und damit auch das Massensterben im Mittelmeer zu beenden. Dazu gehört als allererstes eine auf Frieden ausgerichtete Außenpolitik.
Dazu gehört es genauso, die Bedingungen in den Herkunftsstaaten so zu verbessern, dass die Menschen Fluchtgründe nicht mehr haben, dass demokratische Strukturen aufgebaut werden. Aber, meine Damen und Herren, dazu gehört es auch, massiv gegen Schleuserbanden vorzugehen. Die Kanzlerin hat vor der Presse diese Form der Kriminalität als ein zynisches Geschäftsmodell bezeichnet. Ich will noch weitergehen. Wer sein Geschäft auf dem Leid von Familien aufbaut, die sich gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen, der handelt menschenverachtend und grausam. Und solchen Personen muss das Handwerk gelegt werden, meine Damen und Herren. Und deshalb glaube ich, müssen wir uns in der Europäischen Union dazu durchringen, legale Wege für Flüchtlinge nach Europa zu installieren. Und da darf es keine Denkverbote geben. Sei es, dass es humanitäre Visa gibt oder sei es, dass es für diese Menschen auch die Möglichkeit gibt, ihren Asylantrag außerhalb von Deutschland stellen zu können. Diese Diskussion müssen wir in der Europäischen Union führen. Ansonsten werden wir es nicht schaffen, diesen Schlepperbanden das Wasser abzugraben. Meine Damen und Herren, ein wichtiger Bestandteil einer gesamteuropäischen Flüchtlingspolitik muss es auch sein, die Verteilung dieser Menschen innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten so zu verteilen, so zu organisieren, dass mehr Staaten als bisher ihrer Verantwortung auch tatsächlich nachkommen. Herr Hengstfeld hat es angesprochen, 80% der Flüchtlinge in der Europäischen Union werden von nur 5 Staaten der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgenommen. Das kann nicht sein, dass wir im Jahre 2015 weiterhin Staaten in einer Wertegemeinschaft Europa haben, die sich abschotten, die sich dieser Verantwortung entziehen. Meine Damen und Herren, die aktuellen, wieder einmal nur von den Eindrücken einer Katastrophe geprägten Beschlüsse auf europäischer Ebene sind ein Schritt, aber ein sehr kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen dafür sorgen, dass weitere Schritte folgen, dass die beschlossen sind, auch tatsächlich begangen werden. Ich werde mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen, Innenministern und Senatoren weiter mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Bundesregierung, dass die Europäische Union ihrer Verantwortung gerecht wird. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung eines verbindlichen Verteilungsschlüssels mit festen Kriterien, die alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union einbezieht. Und wir werden in der nächsten Innenministerkonferenz so auch wie zuletzt bei der Sondersitzung in Brüssel Ende März klare Forderungen Richtung Europa formulieren und gegebene Versprechungen einfordern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Wir kommen nun zur Abstimmung über 4 Anträge. Erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 19449. Wer stimmt diesem Antrag zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? Sind nicht erkennbar. Damit ist der Antrag mit breiter Mehrheit im Hohen Haus abgelehnt. Zweitens stimmen wir ab über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Drucksache 19548. Wer stimmt dieser Entschließung zu? Die CDU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne sowie die Fraktion der Piraten. Wer enthält sich? Es enthält sich die FDP-Fraktion. Damit ist der Entschließungsantrag mit breiter Mehrheit abgelehnt. Und Kollege Schulz von den Piraten enthält sich auch. Ist zur Kenntnis genommen. Vielen Dank. Drittens stimmen wir ab über den Entschließungsantrag der Fraktion von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache Nummer 19549. Wer stimmt diesem Entschließungsantrag zu? SPD und Grüne. Wer enthält sich? Es enthält sich die FDP und der Kollege Schulz von den Piraten. Zwei? Boah, ich muss doch die Brille aufsetzen. Frau Brandt auch. Haben wir? Wer ist gegen diesen Antrag? Die CDU und die restliche Fraktion der Piraten soweit. Damit haben wir auch dieses Ergebnis klar. Der Entschließungsantrag ist mit breiter Mehrheit angenommen. Und viertens stimmen wir ab über den Entschließungsantrag der Piraten, Drucksache 19567. Wer stimmt diesem Antrag zu? Die Fraktion der Piraten in Teil, nein, in Gänze. Dankeschön. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD, Grüne, CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag mit breiter Mehrheit abgelehnt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4.